So, Trailer anvisieren. Schade, dass wir hier nicht richtig rausschauen können, ja? Da brauche ich leider. Brauche ich einfach die andere Kameraperspektive. Ich bin mal gespannt, wie viel wir hier drauf kriegen. Es ist die neueste Generation von unseren Trailern. Da geht ordentlich was rein. Halt, wir sollten nach vorne gucken. So, hier haben wir noch eine Rückemaschine stehen. Die nehmen wir natürlich auch mal mit. Und dann gucken wir mal. Also mit der habe ich noch nie gearbeitet. Aber das wird bestimmt gut. Jetzt machen wir, glaube ich, nur erstmal hier. Setzen wir mal das Gewicht ab. Und dann machen wir die Rückemaschine nach hinten. Okay, passt. Und dann kommt der erste Stamm. Ach so, nee. Hier möchte ich jetzt sein. Ist ein bisschen wenig Gewicht auf dem Hinterteil. Ah, stecken wir hier jetzt schon fest? Ja, ist auch ein großer Stamm, ja. So. Unser erster Stamm ist drauf. Na, der ist runtergefallen. Hallo, bleibst du liegen? Ja, also wir brauchen hinten auf jeden Fall mehr Gewicht. Deshalb setze ich jetzt mal das hier ab und hole mir das Gewicht da wieder. Wobei ich auch sagen muss, die Frontgabel ist schon recht groß. Gucken wir mal, ob die auch zwei Bäume schafft. Nee. Also wir haben hinten definitiv zu viel Gewicht.
Selbst mit einem Stämmchen ist der hier ein bisschen an der Grenze. Ist halt hartes Holz hier. Na, eigentlich ja nicht. Fichte ist, glaube ich, eigentlich kein Hartholz. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt mal die oberen Stämme weg. Dann können wir uns um die unten kümmern. Ich glaube, den hier stelle ich mal noch ein Stückchen zurück. So. Den kleinen Baum. Ich bin gerade am Überlegen, ob der Förster mir böse ist, wenn ich den hier auch noch fäll. Ich glaube, das machen wir einfach. Dass wir hier auch gut durchkommen. Und der fällt sogar richtig. Freut mich. So, ist der auch entastet? Passt. Dann können wir hier auch aufladen. Dieses Chaos hier mal beseitigen. Von ganz unten müssen wir natürlich den Stamm hier jetzt rausziehen. Kannst du dich mal wieder gerade hinstellen? Ja, zu viel Gewicht links vorne. Jetzt haben wir ihn. Oder nicht? Ne, ich glaube, den muss ich noch mal greifen. Bisschen mehr in der Mitte. Bisschen mehr in die Mitte, bitte. Na, viel war das jetzt nicht. Aber es wird schon reichen. Oh, habt ihr das gesehen? Oh, nein, 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 nein. Jetzt können wir ihn abladen. So, muss alles schon sauber und ordentlich sein, dass wir auch möglichst viel drauf kriegen. Und deshalb hat der Bernhard, glaube ich, auch die großen Trailer gekauft. Er wollte so wenig wie möglich fahren.
Aber ja, das kriegen wir schon hin. Der Trailer ist pickepacke voll. Aber so richtig voll. Voller geht gar nicht. Dann stellen wir jetzt gerade mal. Wo stellen wir ihn ab? Hier. Dann holen wir kurz eine Dolly. Ich weiß gar nicht, ob ich da direkt. Ah, doch, da kommen wir super dran. Super. Die Krampe-Dolly holen wir. Für den anderen Aufleger, den stellen wir nämlich auch gleich runter. Hier oben brauchen wir ja im Moment nichts mehr. So. Hier runter. Und dann hier hin. So ist gut. Schon wieder gesprungen. Verdammt, ich muss darauf achten. So, jetzt laden wir hier voll die Loks drauf. Und dann ja, ist der Tag auch bald rum. Es wird jetzt noch eine kleine Nachtschicht, bis wir die alle drauf haben. Aber dann können wir morgen endlich mal unser erstes Geld verdienen. Diesen Baum da hätte ich auch noch fällen sollen.
Verdammt! Ich darf nicht. Ich darf nicht. Ich habe mein Traktor wieder umgeworfen. So, und jetzt? Zack, steht er wieder. Hi, der Witzka. Aber wir haben da ein bisschen Verlust erlitten. Ich habe nämlich aus Versehen den Trailer geöffnet. So, müssen wir die Stämme hier nochmal aufladen. Was schmeiß ich die denn immer so weit weg? So, die zwei da drüben, die müssen auf jeden Fall wieder drauf. Und dann liegt hier eigentlich gar nicht mehr viel. Dann ist die Nachtschicht erstmal beendet. Und dann müssen wir einfach auf morgen warten, um hier ja, das Zeug hier zu verkaufen. Wobei ich gar nicht weiß, ob das Sägewerk im Moment geöffnet hat. So. Den hier noch. Und dann liegt ja, da drüben liegt ja gar nicht mehr viel. Ja, viele müssen wir nicht mehr aufladen. Aber wenn der Bernhard sehen würde, wie wir das hier alles aufladen, ich glaube, der wäre schon ein bisschen stolz auf uns. Sehr gut, sehr gut. Wir haben es geschafft. Den Traktor lassen wir gerade mal hier stehen. Den brauchen wir später ja wieder. Und dann können wir uns dran machen, dass wir hier ja morgen, weil heute kriegt man das auf jeden Fall nicht mehr hin. Falsche Taste. Dass wir morgen die erste Ladung Holz abliefern. So, alles festgezurrt. Oh. Jetzt ist fast die Windschutzscheibe kaputt gegangen. Okay, ich muss meine Eier einsammeln. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. So.
Ja, den Trailer lassen wir jetzt. Ne, wir stellen den. Doch, wir lassen den hier stehen. So. Holen noch kurz den Trailer da oben runter. Weil wir müssen ja den hinteren mit dem mit der Dolly aufladen anhängen. Ich hoffe mal, der Bauer ist hier nicht so böse, dass sich sein Feld hier kaputt macht. Aber wenn der Trailer, wenn das alles jetzt steht, dann können wir in den wohlverdienten Feierabend gehen. Zu weit gefahren. So, unser Road Train ist mal fertig, würde ich sagen. Unser allererster. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Morgen wieder. Bis dahin, ciao.